Tag auch. Hier labert wieder Kanukassel. Unter vielem mehr auch staatlich geprüfter Kunsterzieher. Lasst doch lieber. Ich mach schon ganz. Geht den überschüssigen Ton schon weg, alle? Ja, einfach auch. Das heißt, jetzt müsst ihr nur noch glatt machen, okay? Am Rand dürft ihr nichts übrig haben, dann rüttelt das ab beim Trocknen. Öffentliche Bildungseinrichtungen dienen nicht nur dem Zweck, aus Kindern gut funktionierende Arbeitnehmer zu formen, sondern sicher auch der Erziehung zur Lebenstüchtigkeit, Selbstständigkeit und Kreativität. Schule darf keine Lernfabrik, sondern muss lebendiger Lebens- und Wohlfühlraum für Heranwachsende sein, die in dieser Einrichtung bis zu 13 Jahre absetzen müssen. Vor kurzem nahm die Hessische Schulqualitätskontrollkommission meinen Arbeitsplatz, die zu Deutschlands größten Schulen zählende Kopernikusschule Freigericht, ganz genau unter die Lupe. Dabei erhielt unsere additive Gesamtschule in puncto Schulkultur nur Bestnoten. Seit 30 Jahren bilden auch die besonderen erlebnispädagogischen und praktisch kreativen Unterrichtsprojekte von Kanukassel kleine, aber bunte Mosaiksteinchen in der beispielhaften Schulkultur der Kopernikusschule Freigericht. Komm mal zu mir, Monika. Ja, wir brauchen uns ja nicht überzählen. Das ist keine Legale geworden. Am heutigen Keramikprojekttag bauen die kreativen und stark projektmotivierten Schülerinnen und Schüler der Klasse R10a im Fach Arbeitslehre besondere, bisher noch nie dagewesene XXL-Monsterkacheln. In meinen über mehr als 25 Jahre laufenden, schon längst legendären Kachelprojekten wurden stets Kacheln der Größen 15x15 cm, 20x20, 20x30 und 30x30 cm gebaut. Eine XXL-Kachel von 40x40 cm gab es bisher noch nie. Diese großen Kacheln hier, die müssen wir in den Trockenschrank gut verschließen, damit die nicht reißen. Für die riesigen Monsterkacheln haben zwei besonders begeisterte Schülerinnen der Klasse in Heimarbeit drei neue Kachelschablonen aus 10 mm starken und 30 mm breiten Holzleisten hergestellt, die sich bei der heutigen Premiere als sehr funktional erweisen. Namen drüber schreiben, die sind. Hallo, wo? Hier. Warte, 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 jeder seinen Namen setzt.
Die Klasse R10A, die ich in 7 und 8 einst auch im Fach Deutsch unterrichtete, hat heute das Bedürfnis, sich an unserer Schule ein langlebiges Denkmal zu setzen. Das zeugt von einer besonders emotionalen und positiven Bindung zu unserer Schule, die einen üblich gewordenen Entlassungsvandalismus sicher verhindern wird. Wenn Schüler später mit Wehmut an ihre Schulzeit und ihren besonders ungewöhnlichen, nicht alltäglichen Unterricht bei Kanukassel zurückdenken, dann habe ich mein ganz persönliches Berufsziel erreicht. Die nun folgende Fotonachlese vom Projekttag stammt vom Schüler Felix Koch, dem ich meine Spiegelreflexkamera in die Hand gedrückt habe mit der Aufforderung: Knips einfach los, der Schrott wird gelöscht. Insgesamt ist meine neueste Unterrichtsidee, interessante und geeignete Unterrichtsprojekte online und unter den Augen ausgewählter Zaungäste zu organisieren, ein großer Erfolg. Unterrichtsprozesse und Ergebnisse zu beschreiben, in Bild und Film zu visualisieren und somit in Wort, Bild und Film zu dokumentieren, erhöht die Effektivität und Attraktivität schulischen und schülerorientierten Lernens und wünschenswerter Projektarbeit. Dieser dritte Kachelprojekt-Videoclip ist noch nicht der letzte dieser Serie. In Kürze folgt ein weiterer Projekttag, an dem die Schülerkacheln der R10A ihren Platz in meinem Kreativwerkraum finden werden. Dort werden zurzeit die Wandsockel mit langlebigen Steinzeugfliesen der Schüler kreativ gestaltet.